Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir gucken uns noch dieses Schlammsteine-Event an. Da die letzten beiden Tage immer nur dasselbe war, wir sind zu einem Platz hingekommen, haben da ein bisschen gekämpft und fertig, habe ich dazu kein Video gemacht. Diesmal scheint es aber ein bisschen anders zu werden, deshalb habe ich mir gedacht, gucken wir mal. Nehmen wir es mal mit auf, denn hier ist irgendwie so ein Transportballon. Und zur richtigen Zeit, wir haben den gerade eingepackt. Der Kerl, mal. Genau. Dieser Kerl aus Sumeru hat dir bereits gesagt, dass du diesen Heißluftballon benutzen sollst. Genau. Kerl aus Sumeru, Hosani, ist hier, um uns mit diesem schwarzen Schlamm zu helfen, bla bla bla. Genau. Das ist halt, ne, habe ich beim ersten Video schon gesagt, es ist halt cool, dass sie schon halt Charaktere aus dem 3.0-Gebiet schon mit reinbringen, dass wir ein bisschen Story von Leuten von da schon mitbekommen. Das haben wir jetzt über die letzten paar Monate immer wieder mal gehabt, dass Leute das erwähnen. Okay. Dann. Uff. Warte, wir holen es mal. Ich habe da nicht rauf gedrückt. Das hat er von alleine mir angezeigt gerade. Kann ich Erze und Energie nochmal haben für meine Lampe? Ja, danke. Okay. Truppe steht. Damit müsste ich eigentlich alles zerfetzen können, was im Weg steht. Können noch ein bisschen reincheaten, indem wir Crit-Crit-Schaden nehmen. Und verdammt. Können noch ein bisschen Wind-Damage mit reinnehmen. Und Animo-Damage. Okay. Let's go. Juhu! Here we go. Think you can get away? Und tschüss. Quietly now. Take it easy. Nicht zu lange drin stehen bleiben. Hast du weiter? Ja. Aufladen. Aufladen. Oh, gestern war es auch cool. Da hatten wir nicht auch hier Really? so einen Windstein. Lass du das bitte? Danke, warte. Busted. Here comes the catch. Und gestern konnte man halt mit Diluc das machen. Das ganze Event-Ding einfach konnte man das machen mit einem Großschwertcharakter. Und konnte da sehr leicht die Eventaufgabe mit abschließen. Es war sehr, sehr gut, wenn man das mit Klee gemacht hat, weil die ja ihre Feuer-Arschbombe dann macht. Hat sich auch sehr gut ausgesehen. Juhu! Reicht das? Time for takeoff. Time for retribution. Weg. Stört alle. Seid im Weg. Ich habe hier zu liefern. Ey!
Ey, ich habe extra versucht, mich drauf zu stellen, ne? Aufladung. Ja, easy. Doch nicht. Let's light it up. Ja, ja. Everybody stand back. Brace yourselves. Quietly now. Game's up. Fun's over. Think you can get away? Let's play. Yeah. Ha. Okay, mal gucken, was passiert. Oder ob sie jetzt einfach nur ankommen. Also wir haben jetzt praktisch die Dinger, die Lichtnagel, die wir oben ein Stück weiter schon mal benutzt haben, jetzt praktisch hier runter transportiert, dass wir die hier unten nochmal benutzen können. Halt für den letzten Tag. Gotcha. Nö. Bist du an? Nee, ne? Nee, du bist nicht an. Here we go. Ich hasse es. Unser Angriff wird abgebrochen, wenn wir angegriffen werden. Wenn aber er seinen Zauber macht, mit seinen ollen Köpfen. Und dann aber niedergeschlagen wird. Interessiert nicht, der Zauber geht weiter. Busted. Das ist so fies, dass sie das nicht einheitlich gemacht haben. Wie können mit unseren Angriffen abgebrochen werden? E-Angriffe, normale Angriffe. Natürlich die Q haben wir Invincible Frames bei vielen Charakteren. Aber die Gegner, nö, die Angriffe, die laufen weit, auch wenn die Gegner am Boden liegen. Okay. Dann war das jetzt der vorletzte Tag, Tag 4 von dem Event. Und beim Tag 5 nehme ich mal an, wird ein bisschen was Größeres kommen. Vielleicht ein kleiner Boss oder so. Und da gucken wir dann auch nochmal rein. Bis dahin. Ciao, Leute.